Was? Okay. Anderswo sonst noch welche? Andere Spur sehe ich hier ehrlich gesagt gerade nicht. Soll ich mal spaßhalber jetzt einfach mal versuchen, darauf zuzugehen? Aber dann kann es ja nicht weit erledigt, ne? Ich riskiere das jetzt einfach. Mal. Okay. What is it, boy? Something wrong? Nö, nö, alles gut. Wo bist du? Fuß! Okay, also keine gelben, keine roten Gestalten mal in der Nähe. Muss ich hiermit was machen? Ja, nee. Ich hab das weggemacht, weil ich dachte, ich muss das wegmachen. Vielleicht hat er sich das... Nein! Zu spät! Es ist zu spät, zu spät! Ja, ich dachte, ich muss das nehmen. Ich kenne das Spiel doch nicht. Ich spiele das blind. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Ja, die Puppen und die Äste soll ich nicht nehmen. Aber warum sind die denn sonst da? Jetzt mal ernsthaft. Huiuiui. Sie sind ja einer. Also wieder ein kleines bisschen... Was sagt er? Geh nicht nach links. Geh nach links, ja? Okay, klar. Ja, ich bewege mich. Der Typ im Spiel sagt das eine, der Typ im Chat sagt das andere. Ich gehe doch schon. Ja, ich bin schon richtig geil. Ist das richtig, dass ich alles so mache, wie der es mir sagt? Wo bin ich? Ja, ich hör's. Was willst du jetzt von mir? Wo soll ich jetzt lang? Ist das richtig hier? Oder falsch? Oder fast? Also die Puppen und Äste sind dazu da, um mich zu verwirren und ein schlechtes Ende zu bekommen. Ich hab's ja nun nicht alle genommen. Ich hab nur hin und wieder mal welche genommen. Ich nehme aber an, das Spiel hat nicht nur zwei Enden, ein gutes und ein schlechtes, sondern das Spiel hat bestimmt wieder fünf oder sechs. Und 90% davon sind schlecht. Das heißt, die Möglichkeit, hier ein positives Ende zu bekommen, ist wahrscheinlich eh verschwindend gering. Oh, guck mal. Das ist doch interessant. Ich habe schon am Anfang alles verkackt. Ach, jetzt. Ich kann das Spiel ja jederzeit nochmal spielen und dann nichts anfassen. Gibt dann nochmal ein extra Let's Play. Der hat
aber auch Probleme. Wo willst du denn jetzt, dass ich hingehe? Spiel weiter, ich spiel ja weiter. Ich fange jetzt nicht das Spiel nochmal von vorne an, nur weil ich so ein paar Astfigürchen genommen habe. Muss ich auch diese Holzfiguren, diese Holztotems, muss ich die dann auch nicht anfassen und liegen lassen? Auch liegen lassen. Ja, die habe ich bis jetzt alle genommen, die ich gefunden habe. Woher soll ich denn das wissen? Guck mal, der Baum. Jetzt gucke ich mich erstmal um, ob hier so rote Gestalten noch rumstehen. Ein paar Zweige. Soll ich die Zweige auch nicht nehmen? Von denen er mir befiehlt, dass ich sie nehmen soll. Es ist von hier aus übrigens auch gar nicht so weit. Dann ist man wieder bei diesem Bunker. Wo man eventuell den Code am Schloss verwenden könnte. Das Problem ist, ich sehe gerade nicht wirklich, auch nicht die Zweige. Was mache ich denn hier? Ich soll die Zweige auch nicht nehmen. Was mache ich hier? Er sagt es mir doch, das Spiel sagt mir doch, dass ich das machen soll. Komm her. Soll ich dich Haustier? Ja. Good job, Ola. Tanz im Dreieck für mich. Ja, es ist ja nur so, das Spiel ist ja nun nicht so wirklich, ich sag jetzt mal, benutzerfreundlich, ja? Also es gibt ja durchaus benutzerfreundlichere Spiele. Und ich muss im Moment leider einfach davon ausgehen, dass ich das machen muss, was der Mann mir da sagt. Dass es sonst nicht weitergeht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich hier irgendwie versuche, durch diesen Nebel rauszufinden, wo mein, wo dieser Bunker ist, weil der ist nicht weit von hier, dann könnte ich da auch erstmal den Code ausprobieren, den ich per SMS gekriegt habe. Die andere Frage wäre, was soll ich denn machen, wenn ich nicht mache, was mir der Typ sagt? Wie geht das Spiel denn dann weiter? Vielleicht ist das mit dem Bunker zu suchen, was ich jetzt gerade vorhab, ja doch richtig. Auf der anderen Seite ist es hier gerade so nebelig. Ich sehe eigentlich so gut wie gar nicht, wo ich hinlaufe. Gut, wenn ich natürlich auf die... Kann ich die Kamera ein... Nee, da gucke ich mir automatisch das Video an, ne? Ich kann jetzt nicht mit vorgehaltener Kamera hier laufen. Ja, sterben kann ich nicht, das weiß ich schon. Aber wenn ich nicht machen soll, was der Mann sagt. Wenn er mir sagt, hebt die Zweige auf und dies und das und jenes. Und er hat wohl auch ein Kind gefangen bei sich. Was ja nicht zwingend stimmen muss. Der ist ja sowieso blöd, der Typ. Was soll ich sonst machen hier? Auf jeden Fall mache ich jetzt gerade mal nicht, was er sagt. Und er meldet sich auch nicht, komischerweise, ne? Jetzt höre ich allerdings gerade wieder interessante Geräusche. Ja. Aber scheint nicht wirklich was zu passieren. Was zu passieren scheint, ist aber, dass ich... Ich glaube, ich komme so langsam wieder in die Nähe. Oh Gott. Also hier wird's... Hier wird es jetzt ja richtig unwegsam, ne? Also hier geht jetzt ja gar kein Weg. Irgendwo lang. Ja, ja. Ist okay. Also ich habe ja noch... Da ist wieder der Baum. Es ist, als würde mich das Spiel auch immer wieder zu diesem Baum führen. Ich kann nicht anders. Bin ich der Meinung. Ich kann nicht anders... Ich soll den Baum antatschen. Jetzt sagt er mir, ich soll den Baum antatschen. Also nicht die Zweige nehmen, aber antatschen. So, hallo Baum. So,
Mit welcher Taste touch ich? Du verarschst mich doch. Hä? Wer versucht mich gerade mehr zu verarschen? Der Typ im Spiel oder der Typ im Chat? Also, ich frage jetzt nochmal zur Sicherheit, damit es wirklich keine Missverständnisse gibt. Diesen Zweig darf ich nehmen. Ist das richtig? Ich erwarte die Antwort. Ich werde ihn ja nehmen müssen. Es muss ja irgendwas passieren. Den muss ich nehmen. Es nimmt automatisch einen zweiten. Und automatisch einen dritten. Der Baum blutet jetzt. Schwarze Scheiße. Hey, Psycho, what the hell is this? This thing bleeds. Don't be silly, Freeze, don't bleed. Now look around. Do you see it? What? A trail, do you see it? Ich sehe Spuren. I think so. Follow it. Come here, boy. Es geht um die hängenden Äste, sagt er. Okay. Diese hier. Der hängt ja nur ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber den kann ich auch eh nicht nehmen. Ist ja auch egal. Also, dahin, ne? So, jetzt folge ich einfach diesen Footprints, also diesen Fußspuren. Nein, die Totems, die da immer rumhängen. Ah ja, ja, die soll ich nicht nehmen, ja. Da habe ich aber auch schon viele genommen. Also, was heißt viele? Zwei, drei jetzt im Spiel. Ich habe nicht alle aufgehoben. Komm her. Komm her. Ich bin tot, kann aufhören. Du bist tot, kannst aufhören. Was kann ich aufhören? Was willst du? Ich frage nochmal, will mich der Typ im Spiel verarschen oder der im Chat? So, jetzt ist hier mein weißer Baum. Der ist jetzt nicht mehr weiß auf der Karte. So. Psycho im Spiel sagt mir, er hat mir was markiert. Stay close, bud. Verstehe ich nicht. Also. Ja, jetzt sind auch die Spuren nicht mehr sichtbar plötzlich auf dem Boden. Was soll denn das jetzt bedeuten? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Ich laufe jetzt einfach irgendwo hin. Scheiß drauf. Ja, ich schau doch auf den Boden. Folge den Spuren. Ja, ja. Ich sehe keine Spuren mehr. Ich sehe... Warte, Moment. Moment, jetzt gehen wir erstmal wieder zu dem Baum. Zum weißen Baum, da ist er nämlich. So. Ui, ist das schlimm. Ist das jetzt schon, wo sich das Spiel unnötig in die Länge zieht? Ich finde nämlich gerade, es zieht sich unnötig in die Länge. Auf der einen Seite ist die Atmo ja, ich finde, sehr, sehr gut. So, was machst du da? Wieso geht der jetzt? Aha. Jetzt bin ich mal eben so allglatt da hochgeswitcht. Das muss es wohl sein. Ne? Weiß nur nicht, was jetzt hier oben soll. Ob ich überhaupt was hier oben soll.
folge den Spuren, sagt er mir. Ich sehe jetzt gerade keine Spuren mehr. Ich habe mich verlaufen. Moment. Da ist jetzt wenigstens mal wieder jemand, ne? Das spricht ja nun dafür, dass ich nicht alles falsch mache. Da ist mal wieder jemand. Da ist wieder der weiße Baum. Hilfe! Ich weiß zwar, dass hier also einigermaßen in der Nähe irgendwo noch der Weg Richtung diesem Bunker führt, für das ich ja die Zahlenkombination habe, beziehungsweise die Schlosskombination. Aber finde ich in diesem Nebel auch nicht. Ich finde... Moment, da ist was. Wo kommt das denn jetzt so plötzlich her? Musste ich tatsächlich so viel im Kreis jetzt rennen, nur um diese Spur wiederzufinden? Und ist das jetzt der richtige Weg oder laufe ich in die falsche Richtung? Genau entgegengesetzt, wie ich soll, aber ich glaube... Was war das? Did it miss? Was? Your mind playing tricks on you again. Now stop fooling around and follow the trail. Ja, ich muss. Da ist ja der Pfad. Bei. Da steht so ein Ding. Da steht noch eins. Da ist der Pfad. Also, ich bin der Meinung, ich muss da lang. Ja, ich versuche ja weiter wegzugehen. Mhm. Wer wird mich sehen? Ich bin doch jetzt schon dran vorbeigelaufen, so gut. Moment, aber wer ist? Nee. Wer sind Sie? Nee, oder? Hier, Junge. Aber ich kann ihm wieder keine Befehle geben. Aber die Richtung scheint wieder zu stimmen. Also eindeutig sind hier die Bäume markiert. Da sind also Trittsiegel am Boden. So eine Art Trittsiegel. Ab und zu mal schauen, nicht, dass wieder so Rotes um mich rum ist, aber das scheint weit und breit erstmal nichts zu sein. Kann ich ihm Befehle geben? Ja, du bleibst hier. Da ist was. Was? Okay. Anderswo sonst noch welche? Okay.
Ich tue nur, was mir gesagt wird. Ich will niemandem was tun. Ja. Ich mache nur, was mir gesagt wird. Oh, was ist denn das? Sieht interessant aus. Oh, was haben wir denn hier? Flugzeug. Abgeschütztes Flugzeug? Naja, sei es drum. Wir folgen einfach den Spuren. Obwohl. Vielleicht gibt es hier was zu entdecken. Wenn es nur so eine Hundemarke ist. Die vielleicht völlig wertlos ist. Nö. Ja. Egal. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, das geht noch, das geht noch. Was zur Hölle? Arschloch. Das kommt mir jetzt aber bekannt vor, das hatten wir schon in dem Spiel. Na gut. So. Okay, Moment, Moment, Moment. Und nö? Er hat doch gar nichts gesagt. Jetzt könnt ihr mir was sagen, was ich jetzt machen soll. Die Spuren enden hier. Oh, da ist offensichtlich ein Feuerchen. Soll ich da hin? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich, ne? Ne? Da oben brennt's. Aber wie komme ich da hin? Beziehungsweise muss ich da überhaupt hin? Ist das? Jetzt sehe ich es schon nicht mehr. Ach. Ja. Jetzt soll der Hund auf einmal suchen. Wo ist er denn überhaupt? Here, boy. Ist nicht so leicht, wenn ich weiß, wo der Hund ist. Hund? Ist der Hund da oben? Here. Come here, boy. Also ich weiß nicht, was da jetzt vorher passiert ist. Der Hund war plötzlich nicht mehr da. Ich konnte ihn nicht mehr rufen. Ich konnte seine Richtung in etwa ausmachen. Aber ich habe ihn nicht mehr gefunden und er sollte suchen. Der Psycho am Walkie-Talkie sagte mir, ich soll ihn suchen lassen. Hier ist das Flugzeugwrack, da waren wir vorher schon. Allerdings ist das nicht die Richtung, die wir sollen, die ist hier. Und wir müssen jetzt im Prinzip... Okay, das war vorher auch schon. Da bin ich auch schon erschrocken. Bisschen. So, jetzt würden sich gleich die Spuren hier verlieren. Und dann wird sich hoffentlich, dadurch, dass ich den Hund suchen lasse, ein bisschen was ergeben.
grundsätzlich. Ja. Also grundsätzlich finde ich das Spielkonzept in der Hinsicht schon ziemlich gut. Spuren zu folgen, den Hund auch mal suchen zu lassen. Auch das mit der Nachtsichtkamera hier. Mit der zu arbeiten, aber wenn man dann natürlich so eine Situation hat, wie jetzt gerade eben, dass der Hund ums Verrecken nicht mehr auffindbar ist. Und ich glaube nicht, dass das vom Spiel gewollt war. Das muss irgendeine Art Bug gewesen sein. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier auch sehr langsam. Und dem Hund. Immer beim Hund bleiben. Gar nicht zu weit weg. Ah, hallo. Found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now take its skin. What? The skin. Peel it off. Take it. Or would you rather I take some off the boy? Ah ja. What now? Anziehen, wa? I want you to make one. You have the twigs, you have the skin. All that is left is use them. So hurry up. Fine. Have it your way. Fucking nutcase. Schon fertig. Ach, mal eben nebenher gebastelt. Und was genau habe ich jetzt mit der Haut von dem Hirsch gemacht? Satisfied. The only scent he'll get is my own. Just do it. Okay. Bullet, buddy. Wait. You're not afraid of it? Did you really think slapping some twigs together would be enough? It's not ready yet. Oh, Hund! Ah, jetzt sieht man den Hund auch auf der Nachtsichtkamera. Das ist gut. Das heißt, sollte der ein bisschen weiter wegrennen, dann können wir den trotzdem noch sehen. Er rennt aber hoffentlich nicht allzu weit weg. Und aufwendig auch nicht zu schnell. Langsam, Junge. Okay, ich muss da rein. So, jetzt wäre ich eigentlich fast schon wieder so neugierig und würde gerne in die Richtung gehen, ne? Mach ich auch. Warte mal. Hund, du. Wait here, buddy. Genau, du wartest mal da. Ich komme gleich zurück. Keep talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. I saved myself. I despised how weak I was. I tried to fight it. A kick, scratched, bit, but that is all useless. Hey. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Crouch. Moment, ich will. Okay. Also der will mich tatsächlich ein bisschen verarschen hier, der Typ, ne? So you choose to ignore me. Fine, so be it.
had a choice. Oh. Just do what you were told. But you kicked, scratched a bit. And for that, you'll pay. Oh, that... Some things are just too big to be defied. We're like birds caught in barbed wire. The more we struggle, the deeper the spikes go. The only way to end your suffering is to surrender. So your only solution was to just give up? I moved beyond what I once was. Okay, also so ein bisschen erschleicht mich ja das Gefühl, dass ich das jetzt hätte vielleicht doch machen sollen. Einfach in den unter dem Baum reinkriechen. Andere Frage ist jetzt, wo ist denn der Baum hin? Finde ich das wieder? Oder ist das jetzt doof?